steigen in Stuttgart. Guten Morgen, es ist kalt, allerdings ja. 1 Grad hat es jetzt und es ist regnerisch. Und jetzt geht gleich die CMP los, wir sind dabei und wir sind ja hier im Schwabenland. Ja. Und die Schwaben sind sparsam und deswegen haben wir auch keine Pullover an, weil die Garderobe spart bei uns und wir sind auch ganz nah auf dem B32. Und wir müssen eigentlich nur über den Parkplatz jetzt laufen und das machen wir jetzt, bevor ich hier erfriere. Und auf gute schwäbische Art sparen wir uns dann die Garderobe. Ja, genau so machen wir das jetzt nämlich. Du bist schon ganz nervös, ich halte es ein bisschen länger aus. Ja, nein, mir ist kalt. Also dann auf geht's. Komm ja, jetzt, ja, hallo. Los. Tschüss, oder bis gleich, komm kurz. Da ist Traumtour. Wollt ihr reinkommen? Oder? Nein. Nur ganz kurz. So, und auf dem Weg kommt schon gar nicht zur Messe. Weil da trifft man dann noch alle möglichen YouTuber. Hallo. Wir haben den Nicole und den Jörg. Von Traumtour? Genau. Jawohl, und wir gehen jetzt gleich weiter. Ihr habt sie bestimmt erst kürzlich im Fernsehen gesehen. Also, sehr erfolgreich. Ja, dich hat man auch gesehen. Ja, aber unfreiwillig. Aber sehr erfolgreich, muss man noch dazu sagen. Ja. So, wir gehen weiter. Ja, okay, dann viel Spaß noch. Und wir sehen uns. Wir sehen uns auf der Messe, ja. Ja, tschüss! Ciao. So, jetzt habe ich ein neues Mikro ausprobiert und es war mir jetzt nicht ganz geheuer. Ah, okay. Dann hoffen wir, dass ihr vorhin überhaupt was verstanden habt. Jetzt nehme ich doch das alte. Schau mal, da ist ja der Bugatzberg, da gehen wir hin. Ah ja, Bugatzberg von der Bundesgartenschau in Heilbronn dieses Jahr. Okay. Und ja, wie ihr seht, ihr habt schon Massen von Menschen. Ich habe mich auch schon durchkämpft, um einen Plan zu holen, wo wir uns überhaupt befinden, was wir uns jetzt anschauen und ja, wie wir überhaupt dahin finden. Also es gibt ja viele Möglichkeiten für eine Veranstaltung, Werbung zu machen. Aber die scheußlichste hat wohl die Bundesgartenschau erfunden, ja. Das ist der Bugatzberg, der soll ich animieren, auf die Bundesgartenschau in Heilbronn zu kommen. Und ich würde ja mal sagen, wenn ihr euch nicht abschrecken lässt, dann besucht die Bundesgartenschau. Ja, okay, die Farbe finde ich jetzt auch nicht ganz glücklich, aber wem es gefällt. Und die Form, ja. Und als erstes sucht man sich natürlich immer das aus, wo man sich am meisten dazu verbunden fühlt. Und das ist bei uns? Natürlich Hümer. Genau. Ja. Und da ist der Stand von Hümer. Und wenn ihr jetzt seht, die Messe hat eigentlich vor einer guten halben Stunde erst eröffnet. Und es sind schon eine ganze Menge Menschen da. Ja, und da gehen wir jetzt hin. Ja, wir stürzen uns in das Gewühl. Von Hümer. Ja, nicht nur von Hümer, auch von anderen Aussteller. Überall. Ja, aber jetzt erst einmal zu Hümer. Ja, ja, klar. Da laufen wir jetzt als erstes hin. Ist ganz klar. So, hier haben wir den Axis 678. Das ist also das gleiche Fahrzeug, wie es wir haben. Nur nicht als Axis-Variante, sondern wir haben es mit dem Doppelboden. Mhm. Und da schauen wir jetzt einmal rein, was sich geändert hat an diesem Modell. Wenn sich überhaupt was geändert hat, oder? Ja, das werden wir jetzt sehen. Okay, schauen wir nach. Ich halt mit 3,5 fahren und das ist heute ein Riesenfahrzeug. Also dieser Axis ist wohl das Mobil des Jahres 2018 geworden. Ja, ja. Also das Mobil des Jahres 2018 und wir fahren ja die B-Klasse davon, also das heißt das gleiche Fahrzeug, nur ohne mit Doppelboden. Richtig, ja. Ja, da ist dann diese Stufe nicht drinnen. Und wir können nur bestätigen, dass das Fahrzeug sehr funktionabel ist. Das freut sich auch, klar. Bei dem ist halt so, ja? Ich wäre gerne, der ist nur 2,22 Meter gestellt. Ja. Ja, und ist auch ungefähr 12 cm niedriger als eurer. Ja. Also vom Gesamtkonzept kann man so sagen, ist er schon mal um 140 Kilo leichter. Mhm. Ohne das, was jetzt alles drin ist. Ja. Ja, trotzdem mal 7,50 Meter mobil auf 3,5 Tonnen zu fahren, ist natürlich eine Herausforderung. Absolut. Aber hier ist es also wirklich möglich. Ja, aber man darf keine Elektrofahrzeuge, Fahrräder mitnehmen etc. Ja. Also ich fahre selber und habe also 2 Fahrräder dabei. Wir haben alles reingepackt, was es geht. Ich komme aus dem Allgäu, hört man es ja. Ja, Freistadt. Und, und dann bin ich bei uns zu Hause, bin ich auf die Viehwaage in Wertach. Ja. Und haben wir alles drin, meine Frau ist noch drin gewesen und da waren es genau 60 Kilo, wo ich übrig gehabt habe, so 3,5. Ja, aber da auch nur mit 20 Liter Wasser? Nein, voll.
Voll, ja. Voll. Das ist ja, so. Dann, das ist eine Ansage, ja. Also für junge Leute zwei Personen, hervorragend. Klappt. Mhm. Das ist eine Ansage. Also wir schaffen es nicht. Wir haben ja unseren gewogen. Ja, mit vollem Tank. Und wir haben ja Elektrofahrräder drin und ziemlich gut eingerichtet und wir kommen über 4 Tonnen knapp. Ja. So, also da schaut es nicht viel anders aus, als es bei uns ist. Wir haben da hinten noch einen Spiegel. Und ansonsten ist es für uns alles gewohnt. Mittlerweile den Vorhang, das haben wir ja schon mal vorgestellt. Und hier ist noch ein kleiner Haken eingebaut, dafür haben wir die Klappe etwas kleiner gemacht. Ja, und ansonsten auch die separate Dusche. Das Bad ändert sich auch nichts zu uns. Und der kleine Kleiderschrank, der bei uns rechts vom Bad sitzt, davor steht, der ist hier links vom Bad. Also, Fahrzeug des Jahres 2018, können wir bestätigen, sind auch sehr zufrieden damit. Mit dem Grundriss. Ja. Und mit dem Auto. Ja, sowieso. So, da haben wir einen Exis 678, also so wie der jetzt hier steht, kostet 93.919 Euro Listenpreis und war in keiner besonders guten Ausstattungsvariante, weil es war noch nicht mehr ein Fernseher drinnen, also es hat da noch einiges an Extras gefehlt. Also hat schon auch seinen Preis, der Exis. Ja, was ich? Ja. So, was man bei Hümer natürlich auch sieht, das ist also, wie sie auf Mercedes umgestiegen sind. Man sieht heute viel mehr Mercedes-Sterne als Fiat-Symbole. Ein alter Mercedes-Stern ist geblieben, der MLT 620. Und da schauen wir mal, wie der sich verändert hat. So, der MLT 620 hat sich schwer verändert. Der ist also um 20 cm kürzer geworden gegenüber dem von 2017. Und das merkt man natürlich ganz deutlich an der Heckgarage, die nicht mehr so großzügig ist, wie sie früher gewesen ist. Wir hatten den ja damals, bevor wir unser Fahrzeug gekauft haben, auch ins Auge gefasst. Mhm. Schauen wir innen rein, ob sich da etwas verändert hat und etwas ansehnlicher geworden ist. Mhm. Denn da hat uns ja die Rolltüre gestört beim Bad und bei der Dusche. Ah ja, okay. Hm. So, was sich verändert hat, das sieht man jetzt schon da. Erstmal das kleine Tischchen. Das ist ähnlich wie bei unserem. Der MLT 620 ist ja unser Fahrzeug im Prinzip als Integrierer, nur auf Mercedes-Basis. Und wir wollten den damals nicht kaufen, weil er erstens etwas länger ist, aber vor allen Dingen, weil er Rolltüren gehabt hat am Bad und an der Dusche. Und da fühlt man sich ziemlich eingesperrt. Jetzt hier sieht man schon, da ist der Küchenbereich ziemlich schön aufgebrezelt mit Dreiflammherd und hier hat man auch eine schöne Platte, wo man mal Gemüse oder sonst was schneiden kann. Und dann sieht man hier auch den praktischen Schrank, den Beistellschrank, wie den wir auch haben, und zwar links von dem Bad, was gegenüber dem Exis, was wir vorgestellt haben, schon mal ein Vorderlicht, da ist er rechts und hier kann man gut gebrauchen. Ganz neuer Kühlschrank ist drinnen. Ja. Mit integriertem Kühlfach. Mhm. Ist kein Backofen da. Ja, ist von Tedford jetzt der Kühlschrank. Also auch andere Hersteller. Und man sieht also diese Rolltüren, die hat man jetzt weggebracht und hat auch hier diese etwas angenehmere Glastüre oder Plexiglastüre rein. Allerdings sieht man hier den Radkasten und das sehe ich wiederum als kleinen Nachteil, dass man bei der Dusche auf dem Radkasten mit einem Fuß stehen muss. Schlafbereich ist ähnlich wie bei unserem. Und eine Vorhangschiene hat man hier auch angebracht. Der seitliche Lichtschalter ist ganz verschwunden. Doch, da oben ist er noch. Bei uns ist er ja am Fuß. Und da haben wir die Toilette. Und da sehen wir einen Aufstieg. Also offensichtlich hat er keinen durchgehenden Doppelboden. Aber die Toilette und das Bad das Gleiche. Sieht aus wie bei uns. Mhm, also andere Waschschüssel. Ja. Also farblich. Also im Prinzip kann man sagen, sehr starke Ähnlichkeit mit unserem Fahrzeug. Ja, wieso sind hier? Und hier, das ist ja, eine kleine hier ist eine noch. Kleine Kleiderstange. Aha. Macht eigentlich keinen großartigen Sinn, ja. Hm. Aber ist halt so. Ja. Ändern sich ja die Dinge.
Ja, und vorne natürlich ein, das moderne Mercedes-Cockpit. Also das ist der, die neue Variante des ML620. Guten Morgen. Das ist in der Küche haben wir also diesen kleinen Auszug. Ja, das ist sehr schön. Ist sehr schön. Ja. Der Apothekerauszug, aber ob das was bringt, das ist wieder eine andere Sache. Was auf jeden Fall schon mal schön ist, ist die L-Küchenform. Und ich finde auch diese drei Flammen, die da quer hinten liegen, die sind besser nutzbar, als es bei uns der Fall ist. Bei uns hat es zwar den Vorteil, dass man die Gasherd variabel benutzen kann, also zwei Flamme, eine Flamme kann man den Deckel hochmachen, das ist ein Zweideckel. Und hier muss man immer alle drei hochmachen, dafür hat man vorne schön den Platz. Ja, und auch seitlich gucken. Ja, jetzt müssen wir bloß mal schauen. Der alte ML 620 hatte nämlich 2,22 Meter Breite. Jetzt schauen wir noch mal, wie breit das der ist. Ich habe den Eindruck, dass der etwas breiter ist. So, und da haben wir das Mercedes Cockpit. Sieht natürlich schon edel aus, da kann man nichts sagen. So, und da sieht man, der Preis liegt hier bei dem Fahrzeug, wie er hier steht, 105.000 Euro, knappe. Und die Gesamtlänge ist 7,64 Meter, er war früher 7,84 oder 7,80, ist also etwas kürzer. Aber die Breite ist nach wie vor 2,22 Meter. Also, gute Raumaufteilung haben wir hier geschafft. Ja, aber das geht halt an der Garage weg, diese 20 Zentimeter. Ja, ja, und das ist natürlich schon ein Nachteil. Das ist ein Nachteil, also ja. Das wäre für uns ein großer Nachteil. Ja. So, ja, der Agi ist gleich stärker vertreten da, ja. Der trifft man auch. So, und hier natürlich hier zwei, die ihr auch kennt, alle, die meinen Kanal abonnieren, die kennt ihr natürlich auch. Grüß und Helle. Hey, wie geht's euch? Gut, und dir? Ja, prima, prima. Ich habe natürlich hier schon, wir sind eine ganze Reisegruppe. Ja, ja, okay, ja, schau mal. Gleich erkannt. Genau, genau. Pössl lässt grüßen, ja. Also von dem her. Ja, und, Hümer ist auch dabei. Hümer ist auch dabei, genau. Heute habe ich ja mal ein Glücksmobil dabei. Ja, das bringt mir viel Glück wahrscheinlich heute. Mal schauen wir mal. Und so wie Ursi lacht, kann das nur Glück bringen. Ja. Schaut euch das an. Ja, mega. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Habt ihr schon irgendwelche Neuigkeiten entdeckt? Oder Nein. Seid ihr gerade gekommen? Nein, wir waren bei Hümer ein bisschen, haben uns umgeschaut nach den aktuellen. Okay. Aber okay. Schön. Heute machen wir erst einmal nur eine Rundumsicht. Prima. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns ja morgen beim Blogger-Treffen. Ja, genau. Richtig. Ja. Und dann werden wir mal schauen, was da noch los ist. Ja, wünsche ich euch auch. Hey, alles tschüss. Gell. Ciao. So, jetzt sind wir hier am Stand von Westfalia. Und da haben wir uns eigentlich schon auf Caravan-Salon in Düsseldorf gefreut, dass wir hier endlich den neuen James Cook kennenlernen. Aber leider ist er immer noch nicht Wohnmobil aller Zeiten. Ja, unsere große Liebe, oder? Jo. Ja. Und der James Cook lässt noch auf sich warten. Müssen wir halt auch noch etwas Geduld aufbringen. Vielleicht sehen wir uns dann am Caravan-Salon Düsseldorf 2019. Möglich? James Cook, wir warten auf dich. Genau. So, die Anfangszeiten des Campings war auch der VW California und der hat sich gemausert. Ja, ja, also da ist nichts mehr von zu sehen vom ursprünglichen, oder? Also es gibt jetzt den Grand California, da schauen wir doch mal, ob wir reinkommen. Denn da sind schon jede Menge Interessenten drinnen. Ein bisschen James Cook-mäßig hat er sich aufgepritzelt, ja. Ja, doch, ist eine Nase vorne, schau mal. Aha, okay. Hat ja schon immer eine Nase gehabt, das war auf VW-Basis, ja, der kleine James Cook, ist ja auch Westfalia. Also keine Chance, da kommt man nicht rein. Großer Stand von VW mit den neuen aktuellen Californias. Na, Ursi, lacht sie. Ja. Da ist er ja. Kenne ich die Kamera. Hi. Ich hab's so. So, Jens, erzähl mal. Möchtest du was zu meinem Platz erfahren oder möchtest du was zu Jens und Manu erfahren? Verkauf uns mal was hier. Ja, warte. Verkaufe euch was. Ei, 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 ei. Da wird ja richtig aufgerüstet. Wir veranstalten dieses Jahr die erste Tour mit Jens und Manu. Aha. Über 4 Stellplätze durch 3 Bundesländer mit ganz viel Programm, Ausflugsprogramm, mit ganz viel
ist elegant. Wohnmobil-Feeling und so weiter und so fort. Aha. Solche Highlights wie die Tunneleinsatzzentrale in Thüringen zu besichtigen oder die Wartburg oder das Erlebnisbergwerk Merkers oder gerade erfahren in Neukirchen das Märchenhaus. Mhm. All dieses könnt ihr bei dieser Tour erleben und das wird eine ganz tolle Sache. Findet statt vom 8. bis zum 16. Mai. Und so sieht die Tour aus. Und wow, ja. Ja, ein schönes Stück. Super, wir gute laden euch Idee. Ein. Gute Idee. Dankeschön. Ja, wenn das mal kein Wort ist. Ja, hört sich auf jeden Fall super an. Wir geben die Empfehlung gerne weiter. Ja. So, jetzt stehen wir hier bei Alte und wir sind ja gefragt worden, wir sollen recherchieren, was es bei Alte Neues gibt. Wir können sagen, es ist uns gesagt worden, es gibt nichts Neues. Alles unverändert, unverändert gute Qualität. Was wir uns jetzt gleich interessiert haben, das ist die Fernbedienung, die es ja gibt bei Alte über eine App fürs Handy. Und die wird mittlerweile nur noch über Truma angeboten. Truma ist also die Muttergesellschaft oder die Tochterfirma, das weiß ich jetzt nicht, das spielt auch keine Rolle. Aber wir gehen jetzt zu Truma und dann machen wir uns erkundig. Gell, Ossi? Jawohl. Und dann machen wir es etwas, in Zukunft leben wir dann etwas komfortabler. Noch komfortabler. Na klar. So, und jetzt stehen wir hier vor der Firma Truma und haben uns jetzt kundig gemacht. Also diese Fernbedienungs-App, die kann man nachträglich einbauen, aber da sollte man am besten zu einem Händler hinfahren. Und da gibt es auch eine Füllanzeige, eine Füllabfrage, aber nur für Gasflaschen, nicht für Gastanks. Mhm. Ja? Und wir wollen uns ja einen Gastank einbauen, deswegen wäre das für uns interessant. Die Füllflasche, das sieht man ja bei uns, ob der umschaltet und dann sieht man, die Flasche ist leer oder nicht. Also das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Aber diese Fernbedienungs-App, die werden wir einbauen. Und wenn wir sie dann drinnen haben, dann werden wir sie natürlich auch vorstellen. Gell, Ossi? Klar, das machen wir. Aber das dauert noch, weil wir müssen uns ja noch richtig erkundigen. Nein. Hallo? Ich weiß jetzt alles. Ah ja, dafür okay. Bin ich auf der Messe. Ja. Die CMD ist nämlich sehr informativ. Aha, okay. Nur sie passt immer nicht auf, wenn ich mich erkundige. Nein, Technik. Schon erstaunlich, was es alles für Sachen gibt, die man unbedingt braucht, wenn man Outdoor campen geht. Kann man doch irgendwie alles gar nicht mitschleppen. Also, aber interessant. Ja, und wir sind hier am Stand von Zenneck. Und da sieht man hier das aktuelle Zenneck 3756 für Fiat Ducato. Und wenn ich mir das anschaue, dann ist das natürlich schon eine enorme Verbesserung. Ja? Man kann hier. So. Also man kann hier reinzoomen und wieder rauszoomen. Was natürlich schon. Auch das ist Touch-Display, das jetzt richtig wunderbar funktioniert. Autobahnen ein, aus, ja. Also das funktioniert hier alles ganz anders, als das beim alten gewesen ist. Da haben wir die Kamera. So, Navi. Da haben wir den Tuner. Und da sieht man schon, das lässt sich alles wesentlich leichter bedienen, als es früher der Fall war. Also das neue Zenneck ist im Vergleich zu dem Zenneck 3726 schon ein gewaltiger Schritt vorangekommen. Gell, was ich?
Ja, wirst schon recht haben. Oh, hab sie gibt zugehört. Mir immer recht, ja. So macht es eine gute Ehefrau. Ja, so wird es sein. Ich schaue mir ja gerade den Katalog an für zum Outdoor Travel Equipment und es gibt sogar Fertigesser. Ui, ui, lecker. Ja. Also erstaunlich. Lecker. Auch die Outdoor-Freunde ernähren sich nicht nur von Pilzen und Beeren, die sie da unterwegs finden. Okay, Schatz, ich will duschen. So, das ist eine Alternative. Sogar mit Folienbett auf dem Anhänger. Ussi, das wäre auch schön, oder? Ja, klar. Warum nicht? Mit Liegelandschaft. Spielwiese. Ja, für eine ganze Familie hat da Platz. Ja. Ja, ich kann mich erinnern, Freunde von uns, die hatten auch mal so ein Waage, so einen Hänger, die sie dann auch mit einem Zelt aufbauen konnten. Aber noch nicht mit Folienbettunterlagen. Damals war alles noch etwas einfacher. Ja, also der Komfort steigt in jeder Variation. Ja, genau. So, und hier haben wir einen Dachcamper, besonders praktisch. Und die Ursi muss das natürlich betrachten, weil sowas hat sie ja daheim nicht. Das ist ganz schön groß da drin. Na also, Ursi sagt, das ist groß, dann gehe ich auch mal rein. Guck mal, nimm mal. Doch nicht mehr runter, das oder? Ist für die Generation 20 plus und ich bin 60 plus. Ein bisschen muss ich widersprechen. Aber ganz schön viel. Ah. Ui, ja. Ah. Oh, aber ganz schön wackelige Sache, wenn man da zu zweit und man sich bewegt. Gewöhnungsbedürftig dann. Oh, da wackelt eine andere Leiter. Gewöhnungsbedürftig, aber für so junge Leute. Lustig, einfach toll. Ja, vor allem stehen wir in der Boden, aber das kannst du hier gerade in der Ungeziefer dann drinnen. Ja, lustig, ganz toll. Ja. Ich glaube, wir gehen wieder runter, oder? Ja. Die wackeln an der Leiter. Aber nur, wenn wir runterkommen. Ja, da wollen noch mehrere rauf. Kannst du filmen, wie ich da runterkomme? Ja. Das Abenteuer geht schon beim Aufstehen los. Wie komme ich da runter? Musst dich umdrehen. Ja, oje, oje, oje. Ich bleibe jetzt was zu gut, du. Ja, komm. Warte mal. Da kann ich nicht feststellen. Geschafft. Was? Wo ist es? Stellplätze und hier sind wir bei Mein Platz Camping. Und es ist schon etwas abenteuerlich, da durchzugehen. So. Da haben wir die Mecklenburgische Seenplatte. So. Jede Menge Urlaub mit Camping kann man hier sich informieren und natürlich wahrscheinlich auch buchen. Stellplätze mit Wohlfühl, mit Wellness, also Wellness angeboten. Es gibt eigentlich nichts mehr mit dem Camping, was man nicht tun kann. So, jetzt haben wir ja gerade erklärt, Mein Platz und jetzt sind wir hier bei Topfplatz. Um das mal zu verdeutlichen, das sind also unterschiedliche Campingplätze in ganz Deutschland verteilt.
Und das sind dann nur praktisch so Organisationen, also was man früher als Genossenschaft gemacht hat, macht man hier als Oberorganisation. Und es sind dann selbstständige Campingplatzbetreiber, die sich praktisch den Standard angeschlossen haben und dafür auch gemeinsam vermarktet werden. Also da gibt es Mein Platz und Top-Platz. Sonst ist man keine Organisation diesbezüglich bekannt. Ja, man sieht die ja auch immer auf den Messe. Also was anderes ist mir auch noch nie aufgefallen. Ja. Also Ossi sagt das auch. Ohne Gewehr. Das stimmt's. So, dieses Logo steht normalerweise für einen großen Wagen. Ja. Und hier haben wir einen Kastenwagen von MAN. Also, ganz neu ein Allradfahrzeug. Die Zähne wird immer größer. Also für die Neueinsteiger ist hier auch was gemacht worden. Erklär mir Caravaning.de. Obwohl, was soll man daran eigentlich erklären? Erklärt sich selber. Einsteigen, losfahren. Losfahren, ja. Und was einem gefällt, stehen bleiben. Und ein Wahnsinnsangebot. Da, wo wir reingekommen. So, die Kirche ist auch da vertreten. Und auch der Odenwald und der Bodensee. Wo siehst du hier die Kirche? Da, Evangelische Landeskirche Württemberg. Da ist Moosbach. So, da waren wir auch schon. In Waldürn. Du hast ja mal Video gemacht. Ja klar, wer kennt das nicht? Badisch Sibirien. Wo tun wir das verlinken? Nein, da oben. Irgendwo. Der Bodensee lässt uns halt nicht los. Nein, nein, nein. Es ist ja auch sehr schön dort. Ja. Und einen Genuss. Kreuzfahrt. Ja, nicht schlecht. So, und am besten gehen natürlich immer die Fressbuden. Das ist der Antrag am größten. Hunger hat man halt immer, ja. Bei jedem Wetter. Also Körperkontakt dürfen wir hier nicht scheuen, ja? Nein, es ist sehr voll natürlich. Und irgendwann bleibt dann die Menge stehen und ja, dann rumpelt man auf. Und dann wird man angerubbelt. Also es ist... sehr voll. Aber so soll ja auch ein Messe sein, ja? Ja. So, also, wir bedanken uns bei der Firma Brandt für ein kleines Plätzchen in einem Zelt. Ja, das ist ein Vorzelt, oder? Ja. Ja, okay. Und wenn wir im Zelt sitzen, das heißt, wir sind schon wieder geschafft. Wir sind am Ende von Tag 1. Genau. Wir kommen ja noch öfters, aber jetzt wollten wir erstmal einen Überblick gehen über die Messe und ich hoffe, das ist uns gelungen.
Es ist also, natürlich wie immer extrem viel zum Sehen. Ja, es sind sehr viele Wohnmobile ich glaub, da. Es gibt insgesamt 10 Halle, meine ich. Ja? Ja. Alle voll mit Wohnmobilen, Zubehörteile, viel Reisen, Reisen mit Wohnmobil und auch Reisen ohne Wohnmobil. Ja, mit Schiff und so weiter. Ja. Also eine ganz tolle Messe. Ja. Und wir berichten weiter davon. Morgen haben wir das Blogger-Treffen. Wir melden uns schon nochmal, aber das war der erste Überblick und wir ziehen uns jetzt in unser Wohnmobil zurück. Ja, und dann machen wir erstmal einen Kaffee, oder? Und ruhen uns aus. Und ein Video. Ja, genau, und dann versuchen wir das Video jetzt noch zu schneiden und hochzuladen. Jawohl, und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt mehr von uns sehen, dann abonniert unseren Kanal. Und ja, Daumen und, hoch natürlich, nicht vergessen. Für einen Daumen hoch bedanken wir uns, jawohl. Und wir sehen uns. Ja, alles klar. Ciao. Tschüss.